Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Diese Woche haben gerade zwei hohe Militär ihren Rücktritt angekündigt, den Ausbildungschef und den Armeechef. Das wäre doch etwas für den Roger. Für den Roger Federer. Wirklich? Absolut. Wie kommen Sie denn da drauf, Tennisexperte Heinz Günther? Na gut, wenn der Roger dann endlich mal zurücktritt, muss er etwas zu tun haben, das ist ja klar. Er kann ja nicht den ganzen Tag aus seinem Grundstück am Zürichsee den Rasen mähen. Oder wenn er mal dringend muss, vielleicht auch aufs Uniklo gehen. Ja, was würden Sie denn anders machen in der Armee, Roger Federer? Ja, meine ist klar, oder? Meine, als erstes würde ich von sämtlichen Angehörigen von der Armee einen Ausrüstungsvertrag abschließen mit Uniklo, oder? Und dann bekämen die Uniformen gleich einmal Schnitt und mit dem Geld von Kleidersponsor könnten wir gerade eine ganze Flotte Kampfjets kaufen, oder? Okay, und damit es nicht so früher müssen, machen die Rekruten die Winter RS neu, vermutlich in Dubai. Ja, danke vielmals. Andere Kandidaten? Na gut, in der Armee muss man viel in der Achtungsstellung umstehen. Viel umstehen in der Achtungsstellung. Von das brauchst du Strabi Wettli. Und wer hat Strabi Wettli? Wer hat Strabi Wettli? Ja. Der Selfmade-Millionär Hausi Lüttenegger. Ja, der Hausi Lüttenegger. Gut, so ist es, Frau Degeli, Frau Wedeli. Und ich kann gut Pop fahren, das heißt sehr gut. Ich würde die Soldaten in Pop ausbilden würde sie. Und dann der Find kommt, wenn der Find kommt, fressen wir in den Pop. Vom Redway oben ab und machen den Blatt. Wir machen den Blatt. Ja. Ja. Blatt. Nein, Blatt. Aber wird das nicht ein bisschen schwierig? Weil in den Alpen hat es ja wegen dem Klimawandel immer weniger Schnee. Gut, da kann ich selbstverständlich, habe ich da dran gedacht, Frau Degeli. Aber es ist kein Problem, kein Problem. Für das nehmen wir alle unsere Panzer und rüsten sie aus mit Schneekanonen und kleiner Schabzigerwerfer. Mhm. Also Ihre Ideen in Ehrenhause, Leute, nicht, aber bräuchte es für diesen Job nicht jemand mit ein bisschen mehr politischem Fingerspitzengefühl? Ich habe es. Wenn das ein Auftrag ist vom Volk, Frau Degeli, stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. Das ist sehr nett von Ihnen, Altbundesrat Christoph Blocher. So haben Sie vielleicht auch schon Pläne, wie Ihre Kollegen voran? Ich wüsste schon, wie ich an die Inaugurationsfeier würde gehen. Ich würde auf einen Lastwagen-Anhänger hocken und den Anhänger vom Panzer aufs Feld ziehen lassen. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterreger. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch. Am 19. Mai stimmen wir über ein neues Waffengesetz ab, aber scharf geschossen wird schon jetzt. Die Schweizer Waffenbesitzer haben nichts, wirklich nichts zu befürchten. Ja, aber in dieser Abstimmung geht es doch um eine Verschärfung des Waffengesetzes, Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Ja, aber das neue Gesetz verpflichtet die Schützen nur dazu, nach der Schussabgabe die Sauerei selbst aufzuputzen, mit dem Laubbläser oder wenn nötig zum Beispiel mit einem Kleenex. Mhm. Und sollte die Leiche nicht entfernt worden sein, muss diese selbst vom Tatort weglaufen. Dummes Zeug, Frau Kollega. Das Waffengesetz rüttelt alle Grundfesten von unserem Land. Frau Degeli, wird sie verstehen, die Schweiz? Schweiz würde es nicht gehen, wenn der Wilhelm, würde es nicht geben, wenn der Wilhelm Tell in der hohlen Gasse keine Armbrust dabei gehabt hätte. Christoph Blocher hat absolut recht. Aber wenn die EU uns die Waffe wegnimmt, dann wehren wir uns zum Beispiel. Zum Glück hat jeder rechte Schweizer im Garten noch einen gespitzten Stock vom Servela-Brötli. Mhm. Er ist so gut, dass auch die Shaolin-Mönche auf Servela-Stöcke umgestiegen sind. Okay, ja. Spannend. Ja, auch ein gespitzter Stock im Garten, grünen Nationalrat, ja. Bastien Giraud? Nein, natürlich nicht. Ich brötle meiner Tofu-Wurst in einer solarbetriebenen Bratpfanne, aber ich will etwas zum Waffengesetz sagen. Ja, aber, bitte, bitte. Ja, das neue Gesetz geht uns natürlich viel zu wenig weit. Wir von der Grünen wollen, dass sämtliche Munition im Schiessverkehr eliminiert wird und ersetzt wird durch explosive Baumsäumchen. So kann man immer noch schiessen, pflanzt aber mit jedem Schuss automatisch einen Baum. Das ist die perfekte Lösung. Mhm. Die Grünen haben ja auch bei den Wahlen im Baselbiet und im Kanton Luzern wieder zugelegt. Das hat sicher auch damit zu tun, dass viele Schüler für unser Klima auf die Strasse gehen. Lieber Auto auf der Strasse
als Schüler, muss ich sagen. Um was geht's? Wir brauchen keine Klimajugend. Wir brauchen eine Rahmenabkommenjugend, eine Ausländerjugend oder eine Steuerreformjugend. Die Schüler sollen auf die Straße gehen gegen die Unterwerfung vor der EU. Sie können von dem von mir aus auch schwänzen. Mache ich auch als Nationalrat. Sogar ohne zu demonstrieren. Ja, und trotzdem, ja, ich verstehe es. Trotzdem muss die SVP sich für die Wahlen im Herbst, glaube ich, etwas überlegen. SVP-Nationalrätin Magdalena Martulla Blocher, excuse für den Versprecher. Ja, nein. Was soll ich tun? Der Bau auf den SVP-Bereichszahn. Klar, New Ways geht, denke ich. Wir von der SVP organisieren darum am Wahlsonntag im Herbst den nationalen Klimademo. Am Morgen, dann können die Grünen gar nicht abstimmen. Ja, meine, ob grün oder rot oder links oder rechts, Vorhand oder Rückhand, oder? Wichtig ist einfach, dass man Ende Oktober bereit ist, oder? Ja, ein schönes Schlusswort für eine hohe Wahlbeteiligung von Roger Federer. Für eine Wahlbeteiligung? Hallo, Ende Oktober sind es wissen das. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian und Retter. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.